Hallo Mitspieler, mein Name ist Lowriot und ich begrüße euch zur 22. Episode dieses The Spatials Let's Plays. Jo, wir haben hier einen Nitrogen-Notstand. Dafür habe ich eben hier schon dieses harte Level auf diesem Planeten gemacht, auf Postri. Und wir schauen uns einfach mal an, was bei What the Fuck passiert. Also ich rechne jetzt stark damit, dass wir jetzt ein oder zwei verlieren. Könnte auch ein Totalausfall werden, schauen wir mal. Weil die Gegner jetzt recht hart sind. Die werden wir so irgendwo finden. Ja, geht doch mal hier hin. Okay. Eben hatten wir 540, jetzt haben sie 700, schieß mich tot. Und da kommt ein Dicker und der Dicke hat 13.000, ach du Scheiße. Warum schießt denn der dauernd? Was soll denn das? Ist doch ganz unfriedlich. Wie der ballert, haben wir keine Chance. Ist in Stasis. Okay, dann halten wir einfach drauf. Hilft ja nichts. Schafft man vielleicht. Vielleicht kommt noch einer durch. Das sieht nicht so aus. Also alle Kinder Energie mehr für ihre Waffen können hier schießen. Gut, was habe ich gesagt? Totalausfall. Müssen wir uns ja nicht bis zum Ende geben. Das war nicht so doll. Und jetzt sind die, glaube ich, auch alle ein bisschen angeschlagen hier. Ja, alle so ein bisschen. Die brauchen jetzt ein bisschen Zeit, bis sie wieder alle voll sind. Also einsatzbereit. Man könnte auch jetzt, aber dann meckern sie irgendwann. Dann sagen sie, ich hau jetzt in, was weiß ich, 5 Minuten ab. Wenn du nicht zusiehst, dass meine Werte wieder voll sind. Und das wollen wir nicht. Können ein paar Minuten warten, dann geht's dann wieder gut. Jo, hier können wir wieder Leute wegschicken. Die kriegen alle Unterricht, dass sie schön hochleveln. Ist die Station unterbesetzt. Jetzt sind bloß noch unser Außenteam und eine Person. Na, das ist natürlich ein bisschen schlecht, aber die sind ja auch in 3-4 Minuten wieder da und innerhalb von 3-4 Minuten wird es ja nicht alles zusammenbrechen, oder? Oder? 40. Die Seife sollte dann eigentlich ungefähr hier so sein. Seife, diese Tonic X und dieses andere, das läuft nicht so gut. Ja, dieses Orion Soda und Tonic X, das ist problematisch, weil es halt von dem Nitrogen nicht hin noch gibt. Dadurch, dass wir eben What the Fuck auf dem Level 1 Planeten gemacht haben in der letzten Episode, werden die jetzt natürlich richtig viel werden. Das macht ja nichts. Also ich wüsste nicht, dass es hier irgendeine Begrenzung gäbe. Okay. Seht ihr den jetzt langsam wieder besser, weil sie halt nur rumrennen. Ich habe den ja verboten. Die dürfen ja nicht an der Arbeit auf der Station teilnehmen. Das heißt, sie können keine Kuchen backen und hier Drinks herstellen. Die sollen sich mal nur um sich selber kümmern. Ja, allgemein kann man schon sagen, dass es denen wieder besser geht. Gucken wir doch mal, wo gehen wir denn hin? Wir könnten ihn hier machen, wobei er uns nicht viel Brauchbares bringt. Wir wollen ja hier das Nitrogen. Ich würde sagen, wir machen hier die harte Mission und verdoppeln dadurch das Nitrogen, was wir von hier kriegen. Den Sergeant mal bitte. Und um hier die What the Fuck Level zu machen auf Level 11. Müssen wir echt noch bessere Gadgets bekommen, ja.
schießen. Hallo, nicht träumen. Zurück. Hier ist noch ein Kistchen. Hier unten gibt es eine Kiste. Begrüßungsraketchen. Na, komm schon. Oh Gott, Dreier. Ja. Das langt. Aber auch bloß zwei Sachen hier bekommen. Naja. Wir waren auch schon auf Planeten, wo es nur eine Sache gab. Seht ihr, und jetzt hat sich hier auch alles verdoppelt. Yes. Ansonsten, die anderen Sachen brauchen wir nicht. Algen haben wir noch, Fibers haben wir noch, Wasser haben wir mittlerweile auch hier noch. Titanium haben wir hier noch, Aluminium haben wir hier noch. Jo, brauchen wir bloß abwarten, bis das hier langsam hochgeht. Ja, mal schauen. Gut, die Sachen, die wir gefunden haben, können wir die gebrauchen? Was für ein Zapper haben wir denn? 58. 58 hört sich gut an. Welches ist denn der schlechteste? 43. 42. Okay. 42 hat jetzt 58. Lebensenergie. 821. Da hat man, glaube ich, noch einen 700er, oder? Nee, 821. 821 bekommt 992. Okay. Ja, dann haben wir alles verteilt. Ich glaube, ja, diese Drohne hier. Na, die können wir dann noch verkreuzen. ...506 Max Energy hört sich gut an. 443... ...436 bekommt 506 Energie. Sehr schön, es sind eigentlich alle Low-Level hier. Nicht, dass ich hier noch einen kleinen versteckt habe zwischendurch. Ne, alle Low-Level. Gut, ich muss die Leute unbedingt wieder zurückholen, weil solange ich die hier nicht komplett mache, kommen die nicht auf die Station. Und auf der Station muss ja auch mittlerweile wieder ein bisschen gearbeitet werden. Aber dadurch, dass ich nun so gut wie alle weggeschickt habe, wird ja nichts produziert. Das heißt, kickt mal hier, so schnell alle drunter hängen. Oh, 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 oh. Na Leute, dann rennt mal, dann habt ihr jetzt alle zu tun. Aber richtig. Hm. Ja, und in der Nachbetrachtung hier, diese Tanzfläche, die ich hier habe, die ist ja völlig nutzlos. Da kommt ja nie einer rauf, weil die ja schon praktisch als Hindernis hier gelten. Und hier hinten kommt ja eh keiner ran. Das ist ja alles bloß Kosmetik, das ist ja alles bloß Tapete. Nur mal so als Info. Ja, ist alles nicht optimal. Ist alles nicht optimal. Bloß darum ging es mir auch nicht. Ich will ja bloß das Spiel an sich zeigen. Und ich glaube, ihr versteht schon, worum es hier geht. So. Die sind dabei, erstmal das alles wieder aufzuholen hier. Ja, dann können wir uns eigentlich noch ein bisschen rumtreiben, oder? Level 11, Level 12. Hier gibt's 3. Ich glaube, hier machen wir nochmal eine harte Nummer. Mal sehen, was passiert. Na, bitte töten. Jo, die Rakete ist letal. Selbst bei den Vögeln hier, das ist natürlich gut.
Kein Déjà-vu. Hatten wir die Mission nicht gerade eben schon? Ach, in die Wand. So, der vorletzte. Die werden mal alle schön mit Handfeuerwaffen machen, weil danach kommt ja wieder der General oder der Officer oder wer auch immer. Und der braucht dann extra Druck hier. Eliminate the Corporal. Da ist nur eine Kiste, eine kleine. So, zeig mal, was hast du noch. 2200 ist ja okay. Befürchte ich ja fast, dass das nicht der letzte ist. Ja. Weil der hier kommt mit 10.500 an. Lauf, 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 lauf. Und ein bisschen zusammenbleiben. Mal jetzt hier eine Rakete. Zieh durch. Hui! Ja, einer hat es nicht geschafft, aber was soll's. Den können wir noch wiederbeleben. Haben wir halt wenigstens mal gesehen. Da kommt mit 258 kommt der zurück. Da wollte ich doch eh mal etwas wissen. Recall. 257. Okay, also diese Powerzahl ist das, womit der dann wiederbelebt wird. Gut zu wissen. Haben wir aber auch wieder ein bisschen Loot, was wir vielleicht verteilen können. Max Health 885. Bekommt 1500. Eieiei. Der Rest ist anscheinend nutzlos. Raketen mit 861 und ein Zapper mit 28, okay. Ja, dann stampfen wir da ein. What? Wo, was ist jetzt passiert? Wurde da immer zu oft gedrückt aus Versehen? Na, ich wahrscheinlich zweimal Recycle anstatt Recycle Unload gedrückt. Das ist ärgerlich. So, Sniper mit 1035 brauchen wir auch nicht. Dauert mir einfach zu lang, bis ich da dann wieder schießen kann. Und 438 könnte auch eng werden langsam. Max Energy. Ja, können wir wieder einstampfen. Max Health 918. Das dürfte noch gerade gehen, oder? Ja, aber das ist mir ein bisschen zu knapp. Von 903 auf 918, da könnte was Besseres bei sein. Da nehmen wir einfach nochmal ran. 593, 482, 443. Gut, 443 bekommt 593. Und schon haben wir wieder alle Implantate durchgebracht. Wie sieht's hier aus? Haben wir mittlerweile ein bisschen nachcraften können wir. Na, diese Tonic X läuft, aber Orion Soda saufen sie anscheinend gleich wieder weg. Da brauchen wir mehr. Ansonsten alle 40, 50, 49, 55. Alles andere ist wieder lang da, bis auf diese Soda-Zeugs. Saufen die echt so schnell weg? Wird er bloß hier in der Bar verkauft, ne? Und da sind also ja nicht so viele. Naja, zwei Leute tanzen da rum. Jetzt ist das Nitrogen wieder alle. Oder das Helium, was auch immer wieder das heißt. Dieses Blaue, das heißt, wir können wieder keine Orion-Soda bauen. Nicht schön. Wie sieht es denn generell hier mit Bedürfnissen aus? Oh, wir haben Crucentians.
Die sind ja auch neu und alle wollen Orion Soda. Das, was wir nicht bieten können. Also machen wir uns weiter auf die Jagd. Hier, wie sieht's hier aus? Können wir Leute wegschicken? Ja. Dadurch, dass wir wieder alles zusammengekräftet haben. Achso, ja. Ohne Officers ist es natürlich schlecht. Weg mit euch. Oh, wie viel haben wir denn noch zu Hause? Noch 15. 15 ist, glaube ich, okay. Die können noch ein bisschen rumwuseln und wir suchen uns das nächste System aus. Otterbär haben wir eben gemacht auf Hard, okay. Das war denn in der 12? Dann schauen wir mal in der 13. Die wilde 13. Gibt es ja kein Natrium. Oder Nitrogen. ja, auf ihm gibt es ein bisschen was. Und die haben wir noch überhaupt nicht gemacht. Und dann gehen wir mal hin. Kriegen wir auch gleich einen Forschungspunkt. Versteckt sich da. Ist das Tatsache bloß einer? Alle anderen schießen hier an der Wand oder wie? Hier seid ihr ein paar Komiker. Oh, das ist einer mit 1500. Ey, Leute, schießt doch. Was soll ich dann noch machen? So, haben wir die. Dann heilen wir uns mal wieder. Und wollen noch 5 weitere Piraten grillen. Ein paar Kisten, ein bisschen Loot. Oh, da hat eine Waffe gedroppt. Sehr schön. Also für den Otto-Normalpiraten reicht ja auf jeden Fall die Snipe. So, und das ist jetzt schon wieder der letzte. Okay, haben wir jetzt einen Commander irgendwo? Kämen wir hier durch? Ich glaube nicht. Was kann der? 3000. Ich befürchte, den schießen wir ab und dann kommt wieder ein anderer. Nö. Falsche Befürchtung. Ich hab mir extra die Rakete aufgehoben, für falls noch ein krasserer Boss käme. Okay, okay. Dann hauen wir mal ab hier. So, und dann könnten wir doch gleich... Wo waren wir? Hier auf ihm waren wir, ne? Die Dinger kaufen. Und man könnte gleich die harte Nummer hinterher schieben. Weil es so schön war. Und da reicht die einfache Snipe schon mal wieder nicht. Für einen normalen Piraten. Schießen, 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 schießen. Und du haust mal ab. Dann können wir noch heilen. Hier liegt noch ein bisschen was. Oh, 7 Piraten. Ups, kommt mal alles schön zusammen, damit wir mal wieder mit einer Rakete spielen können. Kommt doch. So wollen wir es sehen. So macht's doch Spaß. Dann geht's wieder gut, okay. So, langsam kommen die Truppen wieder vom Lernen.
Und da haben wir den Oberbots mit 15.000 Energie. Oder Lebensenergie vielmehr. Rennt doch mal bitte, lauft mal. Das wäre auch ein Perk, den sie dringend hier brauchen. Schneller laufen. Das geht ja völlig in die Hose, das Ding hier. Schießen, 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 schießen. Hui. Naja, kein Kommentar, aber wir haben es geschafft. Und überlegt mal dann, what the fuck, also die dritte Stufe hier. Das war jetzt die zweite von dreien. Jo, wir haben das alle gekauft. Bekommen 6 Stück, allerdings nur alle 12 Minuten. Das heißt, wir müssten hier in dem System Botschafter installieren. Aber mehr brauchen wir hier aus dem System ja nicht. Ja. Gut, halten wir fest. Level 14 haben wir und auch verdoppelt. Level 15 werden wir nicht rein müssen und können uns dann praktisch aufmachen ins Level 16 System. Gut, können wir machen, allerdings in der nächsten Episode. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder zuschaut. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre auch super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, benutzt ihr bitte den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.